Von i7 kam jetzt die Frage, wie schwer ist der Einstieg in SEO und SEA? Das ist so ein bisschen eine Sache, die kann man zweiteilen. Also die ganz konkrete Frage, wie schwer ist der Einstieg? Dieser ganze Einstieg ist echt easy. Also bei WordPress ist es halt so, wir gehen jetzt hier quasi ins Backend rein, ihr geht hier auf die Plugins und beim Plugins ist es dieses Yoast SEO. Ja, das ist halt so, meiner Ansicht nach ist es so dieses Standard-Plugin, das ist dafür echt in Ordnung. Und die haben auch noch eine echt gute Plattform. Ja, die sagen hier so SEO for everyone. Das leben sie auch ziemlich gut. Und da gibt es auch dieses SEO-Training und sowas. Ja, und das SEO-Training von denen, da gibt es auch komplett freie Sachen. Ja, also da kann man, ohne dass man sich da fett direkt bezahlt, ich weiß gar nicht, $500 pro Jahr. Ach, recommended, okay. Es gibt auch günstigere Sachen. SEO Academy Technical, SEO Academy Content. Ja, stimmt. Es sind zwei verschiedene Gesichtspunkte. SEO ist immer so ein bisschen auf der einen Seite technisch, also damit die Suchmaschine gut lesen kann. Und andererseits ist auch Content wichtig, also damit du halt wirklich guten Content schreibst, der für die Leute gut aufnehmbar ist. Interessanterweise ist es so, dass ich behaupten würde, also vor ein paar Jahren war technisch noch viel wichtiger als Content. Ja, dass du, was weiß ich, Keyword-Spam konntest du machen und so. Na, das funktioniert. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Mittlerweile ist es so, dass die Suchmaschine immer mehr in den Bereich Content gehen will. Also die Suchmaschine hat für sich selbst, oder Google hat für sich selbst so den Anspruch, dass sie immer besser selbst bewerten können wollen, wie gut dein Content ist, unabhängig davon, wie toll deine technische Entwicklung, die technische Optimierung der Seite ist. Das heißt, wenn du jetzt die Wahl hättest und nur in einen der beiden Bereiche gehen könntest, würde ich, glaube ich, immer dazu raten, dass man den Content geht. So grundsätzlich. Nur mal so grundsätzlich. So, bei SEO. Ist es so, du hast das Plugin installiert und dann gehst du jetzt auf die Seiten oder auf die Beiträge. Ja, Seiten ist eigentlich super. Und dann kannst du halt in dieser SEO-Box, jetzt haben wir da von mir aus irgendwie dieses Impulsvorträge. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Die Seite hat man vorhin auf, die können wir nochmal aufmachen. Das ist jetzt eine Seite, auf der Leute sich quasi selbst dafür bewerben können, einen Impulsvortrag bei unserem Unternehmernetzwerk zu halten. Und die sind kostenlos. Also, das heißt, der kriegt nichts dafür, ja, weil alles bei uns kostenlos ist. Aber du kannst dich halt selbst promoten. Ja, was mich erinnert an, should I work for free? Das ist auch ein geiles Stichwort, könnt ihr mal googeln. Aber wir zeigen halt die konkreten Vorteile von so einem Impulsvortrag auf, ja, und zeigen so ein bisschen auch, wie der laufen muss. Und dann haben wir hier sogar noch extra coolen Zusatzcontent. Ja, wir geben hier auch noch Tipps für den perfekten Impulsvortrag. Der muss nicht bei uns gehalten werden. Also dieses Video von der Petra, die ist Schauspielcoach, ja, das heißt, die weiß ganz genau, wie man eine Rede hält, die Leute auch mitnimmt. Hier sind die wichtigsten Punkte nochmal da unten dran. Die Petra macht auch noch ein kostenloses Kurzcoaching mit den Leuten, die bei uns einen Impuls halten. Also die Petra ist echt, die Petra ist echt super. Petra ist echt eine verdammt geile Person. In jeder Hinsicht. Wie schaut es aus mit SEO? Eine der Regeln ist zum Beispiel, dass du halt irgendwie, also das sieht man hier auch, wenn man drauf geht, dann hast du hier diese Yoast SEO Box. Dann hast du da normalerweise, okay, es ist, glaube ich, null optimiert. Kann das sein? Business Netzwerk in Berlin, Netzwerktreffen in Berlin. Okay. Krass. Da habe ich mir wahrscheinlich die Hauptseite kopiert und es nicht geändert. Unser Unternehmernetzwerk muss jetzt nicht in SEO die Nummer 1 in Deutschland sein, aber ehrlich gesagt wäre schon cooler, wenn da ein bisschen was Vernünftigeres steht als der generischste Text der Welt. So, was ist jetzt wichtig für SEO? Wir haben hier, erstmal kann man hier immer eine Key Phrase nennen. Ja, die Key Phrase ist bei uns jetzt von mir aus Impulsvorträge. Dann kann automatisch dieses Plugin versuchen auszuwerten, wie die Analyse ist. Und dann hat er hier ganz viele Probleme und Verbesserungen und auch ein paar gute Ergebnisse, ja? Also zum Beispiel, dass es interne Links gibt, dass die Keyphrase ein bisschen länger oder dass die Länge der Keyphrase nicht zu lang ist, dass es eine Metabeschreibung gibt, die eine vernünftige Länge hat und so weiter und so weiter, dass ich die Keyphrase noch nicht verändert habe. Das sagt quasi auf jeder Unterseite, dass du auf ein anderes Wort optimieren solltest. Ja, dass der Text lang genug ist und so weiter und so weiter. Also dieses Yoast SEO gibt dir eigentlich direkt ganz konkrete Tipps an die Hand, wie du dich in SEO einarbeiten kannst, wie du deine Seiten verbessern kannst. Das wäre jetzt bei uns, dass der SEO-Titel müsste also sein, Impulsvorträge halten bei Business Netzwerken Berlin. Sowas zum Beispiel. Ja, Impulsvorträge halten und Kunden gewinnen bei BNB. Und dann vielleicht Netzwerken.berlin. So klappt's. Ja, so geht's hin. Das wäre jetzt ein vernünftigerer Titel, weil einerseits habe ich auf mein Keyword optimiert und andererseits habe ich einen Vorteil aufgezeigt. Ja, Kundengewinn, bin ich direkt interessierter daran. Dann können wir schreiben, Business Netzwerken Berlin ist ein Unternehmernetzwerk für alle Selbstständigen und Unternehmer. Ja, dann können wir hier auch nur, ist ein Netzwerk von Selbstständigen und Unternehmern in und um Berlin. Und jetzt müssen wir auf Impulsvorträge eingehen. Ja, oder wir machen es andersrum. Werde Keynote-Speaker und halte... Ja, jetzt haben wir noch einen weiteren Suchbegriff, Keynote-Speaker. Werde Keynote-Speaker und halte einen Impulsvortrag bei Business Netzwerken Berlin. Erweitere dein Netzwerk und finde neue Kunden. So,
Und das ist jetzt quasi die Beschreibung, die Meta-Description. So würde das jetzt bei Google ausschauen. Ja? Und wenn du jetzt überlegst, wenn jetzt jemand nach Impulsvorträge oder Impulsvortrag sucht, vielleicht auch Impulsvortrag halten oder Impulsvorträge halten, dann besteht jetzt die Chance oder die Chance ist jetzt gestiegen, dass unsere Seite hier als Ergebnis bei Google auftaucht, weil wir diese Begriffe drin haben. Ja? Und dann geht es halt weiter. Du musst dann noch ganz viele andere Sachen machen. Du musst dir dann zum Beispiel überlegen, welche alternativen Schreibweisen gibt es davon? Ja, es könnte zum Beispiel sein, dass jemand halt immer Impuls-Vorträge schreibt, anstatt Impulsvorträge als ein Wort und so weiter. Da habe ich eine Liste von SEO-Tools. Das ist nicht alles mega up-to-date, um ehrlich zu sein. Ich pflege das nicht so oft. Aber ihr könnt euch da mal drüber schauen. Dann seht ihr hier zum Beispiel eine Übersicht von SEO-Tools, ja, die bei SEO United mal zusammengestellt worden ist. Ja, W-Fragen-Tool, genau. Das heißt, ihr habt ja ein Keyword. Das ist jetzt von mir aus Impulsvortrag. Dann sagt ihr, ich bin kein Roboter. Und dann Keyword-Fragen finden. Und dann wertet es das aus. Und dann schaust du direkt, was gibt es denn für Suchergebnisse und was gibt es für typische Fragen, die häufig bei Google eingegeben werden. Ja? Und dann kannst du wieder schauen, auf was möchte ich optimieren? Möchte ich vielleicht mal einen Post schreiben, in dem ich erkläre, was denn ein Impulsvortrag eigentlich ist? Ja, und plötzlich gibt es ja eine Chance, wenn ich einen Post dazu schreibe und den entsprechend auf dieses Keyword optimiere, dass jemand am Ende bei mir landet und sagt, ah, ich habe hier die Erklärung, was denn ein Impulsvortrag ist. Und dann kann ich die Person wieder in die andere Richtung lenken, dass es bei uns Impulsvorträge gibt, damit er sich selbst mal ein Bild davon machen kann. Dann kann ich den dazu bringen, dass er mal zu einer Veranstaltung von uns kommt. Und dann kann ich ihn vielleicht zu einem Kunden wandeln oder in einen Kunden umwandeln. Das wäre hier quasi die Idee. Zum Beispiel. Ja, und das sind so die typischen, ja, das sind so SEO-Sachen, so ganz allgemein. SEA ist nochmal ein bisschen anders. Bei SEA ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, vor allen anderen Sachen so rum, ist bei SEA, dass du eine Nachvollziehbarkeit hast, dass du ein Conversion-Tracking hast. Das heißt, dass du nachvollziehen kannst, wie viele Leute, die bei dir auf der Webseite waren, am Ende auch gekauft haben. Und du wirst nicht glauben, wie viele Leute bezahlte Anzeigen bei Google schalten und nicht wissen, wie viele Einkäufe am Ende auf diese Anzeigen von Google zurückgehen. Die schätzen das dann. Das ist leider echt eine Normalität. Wirklich, es ist keine Seltenheit. Und das ist das A und O bei SEA, dass du nachvollziehen kannst, welche Leute und wie viele Leute haben bei mir gekauft. Das ist das Nummer 1 Thema. Und nur wenn das der Fall ist, kannst du SEA irgendwie sinnvoll betreiben. So grundsätzlich.